Willkommen zu unserem heutigen Spiel, liebe Zuschauer. Wir melden uns aus der Düsseldorf Arena. Ich bin Wolf Fuß, ich darf diese Partie mit dem Kollegen Frank Buschmann kommentieren. Und heute zeigen wir Ihnen ein Spiel aus der Bundesliga. Fortuna Düsseldorf gegen FC Augsburg. Wir sind also zu Gast in der Liga. Eine spannende Partie, zwei interessante Mannschaften. Und ja, da schauen wir mal, wer das bessere Ende für sich hat. Sie wollen auch heute wieder sehr tief stehen. Verspricht natürlich nicht gerade ein Offensivspektakel zu werden. Aber vielleicht ja was für die Taktik, Freund. Wir wissen ja, wie gerne Sie sich sehr weit zurückziehen. Hier ist die Aufstellung des FC Augsburg. Wir sehen bei Ihnen heute ein 4-5-1, aber offensiv ausgerichtet. Und entsprechend stehen die Mittelfeldspieler vergleichsweise hoch, können so variabel attackieren. Also da ist es egal, dass da nominell nur eine Spitze dabei ist. Da kommt der Anpfiff, das Spiel beginnt. Hoffmann. Schrebski. Jetzt kann er die Flanke bringen. Und jetzt gibt es eine Ecke. Der Ball kommt rein. Weiter diese Szene. Immer noch Gefahr. Kevin Stöger. Pass kommt. Da haben ein paar Meter gefehlt. So wird das nichts mit dem Treffer. Bayer, Rani Khedira, Niederlechner. Schön dazwischen gegangen, Ballverlust. Stöger, Ballverlust. Khedira. Ja, könnte was werden. Florian Niederlechner. Super dazwischen gegangen. Na, jetzt müssen Sie aufpassen. Bayer. Kommt jetzt die Flanke rein? Noah, Joel, Saren, Ren, Basé. Daniel Bayer. Da läuft der Ball. Ich weiß gar nicht, wie viel der Ballkontakt das jetzt schon ist. Sie haben wirklich Geduld. Gute Aktion. Florian Niederlechner. Ja, gut gemacht bei diesem Block. Spielt er den Ball in den Strafraum? Sie können nicht klären, sind weiter im Bedrängnis. Den Ball will er nicht hergeben. Berisha. Schrebski. Und Suttner. Defensive ist gut organisiert, da kommen sie nur schwer durch.
Bayer. Bayer. Jetzt wird's gefährlich. Macht er gut. Ball kommt in die Mitte. Sie haben den Ball, aber bekommen sie ihn auch raus? Schrebski. Berisha. Tommy. Hennings. Kollegen bieten sich an. Zimmermann. Unaufhaltsam. Da kommt die Flanke. Das hätte gefährlich werden können. Und jetzt wird es Einwurf geben. Botzek. Und Suttner. Berisha. Zimmermann. Klasse Pass! Da kommt die Ecke. Da ist der Keeper ganz energisch. Der Ball ist erstmal weg. Noir, Joel, Saren, Ren, Basé. Bayer. Stehen jetzt sehr defensiv, tun im Moment wenig fürs Spiel. Da war mehr drin. Es gibt Abstoß. Hoffmann. Da verlieren sie den Ball. Schrebski. Berisha. Klasse, wie er das macht. Holt sich den Ball. Bayer. Mit dem Ball am Fuß Richtung gegnerisches Tor. Stöger. Jetzt der Ballverlust. Max. Gefährlich! Ein harter Zweikampf, aber alles fair. Schrebski. Florian Niederlechner. Sehr gut aufgepasst. Da haben sie den Ball. Gut gemacht. Das könnte eine Gelegenheit werden. Da bekommt er Unterstützung. Kann er was draus machen? Suttner. Schrebski. Gibt jetzt Einwurf. Ja, die Flanke bringt nichts ein. Noir, Joel, Saren, Ren, Basé. Und jetzt haben sie den Ball. Schrebski. Klasse Tackling hier. Gute Aktion. Flanke geht ins Tor aus. Keine gute Aktion. Was macht er draus? Ganz energischer Einsatz.
Jetzt könnte er den Ball reinbringen. Sieht gefährlich aus. Sie können nicht klären, sind weiter im Bedrängnis. Ja, könnte was werden. Macht er gut. Ganz enge Geschichte, auch beim Ballbesitz alles ausgeglichen. Und dann kommt eben so ein 0:0 raus. Und jetzt gucken wir mal, wer sich da vielleicht doch mal einen Vorteil erarbeiten kann. Sehr gute Passquote hat er heute. Auch der Ball kommt an. Stöger. Der Ballverlust. Und da ist der Ball wieder weg. Er überzeugt heute als Passgeber. Sieht gut aus. Sie lassen den Ball laufen, aber noch fehlt die Lücke in der Abwehr. Klasse Pass. Jetzt ist es gefährlich. Schönes Tackling und den Ball erobert. Einwurf. Und das könnte gefährlich werden. Hennings. Hereingabe. Und da haben sie den Ball. Noah, Joel, Saren, Ren, Basé. Hennings. Stöger. Na, jetzt müssen sie aufpassen. Er passt gut auf und hat den Ball. Könnte den Konter geben. Kedira. Klasse Zuspiel. Und jetzt die Chance. Ganz lang macht er sich da gehalten. Ecke in die Mitte. Aus dem Angriff haben sie nichts gemacht. Gefährlich! Kann er was draus machen? Da ist die Flanke. 0:0 zur Pause. Bisher kein Team mit entscheidenden Vorteilen in dieser Partie. Die Hälfte des Spiels ist rum. Aber wer die Partie hier heute gewinnt, ist nach meinem Geschmack noch nicht abzusehen. Nee, jetzt noch kein Team wirklich geschafft, sich einen Vorteil zu verschaffen, und das Unentschieden ist okay. Und jetzt geht's hier weiter. Rani Khedira. Khedira. Daniel Bayer. Kann er was draus machen? Super Einsatz! Da kann er ihn stoppen. Schöner Pass. Noch ist die Chance da. Irgendwann, Buschi, irgendwann musste dieses Tor einfach fallen. Oder anders formuliert, es war nur eine Frage der Zeit. Und da machst du dann auch als Torwart irgendwann dann nichts mehr. Ja, den ersten kann er ja sogar noch halten, aber dann doch der Treffer. Okay. Dieses Tor gucken wir uns gerne noch mal aus einer anderen Perspektive an. So, da hätten wir also das 1:0. Mal sehen, wie es hier weitergeht. Strebski. Jetzt der Ballverlust. Ja, könnte was werden. Niederlechner. Daniel Bayer.
Starker Zweikampf. Gleich wird hier gewechselt. Die Gäste werden einen frischen Mann bringen. Noah Joel, Saren Renbase. Macht er gut. Jetzt vielleicht. Glanzparade gehalten. Eck in den Strafraum. Der Angriff erstmal wieder vorbei. Eine Auswechslung bei den Gastgebern steht an. Sieht gefährlich aus. Jetzt könnte er den Ball reinbringen. Gute Aktion. Florian Niederlechner. Augsburg ganz geduldig. Viel Vorwärtsdrang jetzt. Da kommt die Hereingabe. Die Flanke fängt er ab. Sehr gut gemacht. Max. Ja, das ist natürlich nicht leicht, da jetzt durchzukommen. Moravec. Florian Niederlechner. Mit seinem Einsatz verhindert er, dass der Schuss aufs Tor geht. Zimmermann. Stöger. So, und jetzt sind hier noch 30 Minuten zu absolvieren. Berisha. Die Vorwärtsbewegung jetzt. Erstmal geklärt. Ballverlust. Klasse Pass. Erik Tommy. Kein Tor. Na, da hätten wir um ein Haar den Ausgleich gehabt. Rani Khedira. Moravec. Khedira. Bayer. Bayer. Das gibt Einwurf. Und das ist der Ballverlust. Stöger. Berisha. Das sieht so einfach aus, was sie hier machen. Aber dieser Ballbesitz-Fußball ist das Ergebnis von hartem Training. Der Ballverlust. Das könnte was werden. Suttner. Schrebski. Jetzt könnte er flanken. Jetzt der Vorstoß. Die Hereingabe kommt an den langen Pfosten. Macht er ihn! Noch ist die Chance da! Ecke kommt rein. Das sah vielversprechend aus, aber nun Ballverlust. Niederlechner. Kahn Eihahn. Könnte gleiche Höhe gewesen sein, aber er gibt Abseits. Na, das wäre eine gute Gelegenheit gewesen, aber Abseits dürfte hier die richtige Entscheidung gewesen sein.
Berisha. Der Ballverlust, keine gute Aktion. Verteidigt erstmal den Ballbesitz. Ganz energisch. Andre Hahn. Ja, könnte was werden. Na, jetzt müssen sie aufpassen. Ja, das ist durchaus frustrierend für die Abwehr, wenn der Gegner so diszipliniert auftritt. Wenn er das Kurzpassspiel so meisterlich beherrscht. Jetzt könnte er den Ball reinbringen. Flo. Niederlechner. Die Chance jetzt vielleicht zum Konter. Nochmal die Unterstützung von den Rängen, die Hoffnung auf den späten Ausgleich, sie lebt. Die Möglichkeit zu flanken. Erstmal keine Gefahr. Klasse, wie er das macht. Holt sich den Ball. Es ist schon beeindruckend, wie sehr die Fans hier hinter ihrer Mannschaft stehen. Und ich glaube ja, dass das Team das spürt. Das gibt nochmal Schwung. Neuen Elan für die Schlussphase. Ja, sieht durchaus vielversprechend aus. Moravec. Und wieder ein super Tackling von ihm. Gute Leistung. Der Blick auf die Uhr. 9 Minuten bis zum Ende. Da haben sie den Ball. Gut gemacht. Jetzt der Ballverlust. Sie lassen den Ball gut laufen. Der Pass hätte mal durchkommen müssen. Sie brauchen hier dringend ein Tor. Da passt er auf. Und jetzt ist der Ball geklärt. Hier ist noch alles drin. 5 Minuten sind noch zu gehen. Guter Einsatz. Er hat den Ball. Sie unterstützen gut. Zimmermann. Sie wollen den Gegner laufen lassen. Guter Seitenwechsel. Jetzt könnte er die Flanke in den Strafraum bringen. Auch dieses Tackling gelingt. Gutes Spiel von ihm. Der Spielerwechsel jetzt bei Fortuna Düsseldorf. Genau, neue Impulse sollen jetzt her von der Bank. Sie verlieren den Ball. Was macht er draus? Bringt den Ball jetzt in die Mitte. Der Kopfball, eigentlich eine gute Chance, aber am Ende fast harmlos. Ja, ne? Ja. Kein Grund zur Aufregung, den hat er nicht richtig getroffen, muss er abhaken. Es gibt 3 Minuten obendrauf, wurde gerade angezeigt. Alfredo Morales. Kahn Eier. Da kommt er raus und hält den Ball. Berisha. Ein Angriff ist noch drin, jetzt oder nie, sie können den Ausgleich schaffen. Gute Chance für eine Flanke. Ball an den kurzen Pfosten. Da ist er da und hat die Flanke. Jetzt pfeift er die Partie ab, das war's. Die Defensive war der Schlüssel zum Erfolg. Absolut korrekt, Wolf. Die Abwehr hat einen richtig guten Job gemacht und der Sieg geht vollkommen in Ordnung. Das war gut, was er heute angeboten hat. Ganz wichtiger Mann bei diesem tollen Sieg. Sein Tor hat den Ausschlag gegeben. Da hat er mal wieder gezeigt, was er drauf hat.